Du was? Nee, aber... Er hat einfach das Gesicht, ja. Boah, oh, geil. Er hat einfach das Gesicht. Ja, doch. Erst wenn ein Schauspieler dieses Gesicht hat, dann ist es das Gesicht. Oder sowas. Ja, aber... Was? Wir haben immer noch, eigentlich haben wir noch voll wenig so ausgegeben. Wir haben immer ziemlich viel wieder eingespielt. Ja, durch einfach unsere klasse, unsere superklasse Filme. Ja, die waren schon echt hochwertig. Ja. So teilweise. Vier neue Wagen. Stadtgasse, Stadtbar, Stadt U-Bahn, Kostüme, Requisiten, Wagen, Hintergrund. Machen wir hier gleich mal eine Fahrt durch das Gelände. Ramontisch. Stadtgasse ist ja jetzt neu, haben wir gehört. Stadtgasse. Aber warum sind denn die alle so groß? Ja, es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr kleiner. Nein, war doof. Ich mal durch. Auch ein schönes Ding. So eine Gasse halt. Aber da können... warum fliege ich denn da sowas hin? Na, das ist, weil wir das gerade gebaut haben. Ach so. Wir brauchen jetzt hier so eine Handwerker-Putze-Ding, sie war. Ja, nee. Wie sagst du das, Honda? Was hier wichtig ist zu tun. Ah, nee, doch nicht. Hast du doch nicht. Nee, lass, geh mal. Mach mal, was du willst. Wir brauchen hier so richtige Handwerker. Dann wollen wir auch gleich den Dreck weg, wenn du mal gut bist. Ich mach das jetzt da gleich wieder hin. Ich hab doch jetzt wohl nichts. Ich hab's doch hier nicht falsch. Ich meinte nicht dich. Ach so. Im Kasten! Gucke hier, Effekt. Da machen wir. Der Film. Okay. Ich muss da ein bisschen geirrt. Irrt. Fertig ist er noch nicht, ne? Nee, fertig ist er noch nicht, aber bald. Machen wir hier mal so. Mal Anbindung. So. Und gleich hier noch ein bisschen, na, nicht lecken. Ja. Weißt du? Muss ja auch sein, ein bisschen Grünfläche. Da hat irgendjemand ein Problem. Wieso? Weiß ich nicht. Was los? Hat wahrscheinlich einen Wutanfall gehabt. Also, passiert. Der Strafe. Was jetzt? Du kannst mir das Paul Ola mein Gesicht denken. Das ist einfach zu grandios. Wissen Sie, manche Leute haben Höhenangst. Ich sage, hab Angst vor Fall. So, jetzt. Erst der Aufprall ist tödlich. Wir werden einfach irgendwann das ganze Gelände mal mit einer riesigen Grünfläche überziehen. Damit hier diese Scheiße weg ist, dieses komische Sandzeug. Sieht irgendwie eklig aus. Ja, eben. Aber ich kann nicht höher suchen, das ist ein bisschen schade. Ja, was machen die da? Weiß ich nicht, die hat sich einfach rausgezogen. Ich hoffe, die wurde jetzt nicht gerade irgendwo gebraucht. Ach, wenn wir sind gleich zurück. Was ist das denn mit dem Film? Eine Faust? Eine Faust? Na, weil das ein Actionfilm ist. Action. Genau. Action. Hier können wir noch ein kleines Set. Action! Jetzt filmen wir doch noch ein kleines Set. Einfach Korridor. Weil das aber der falsche gewesen war. Ich glaube, den haben wir. Ja, haben wir nicht den? Nee, der ist neu. Der ist neu? Im Kasten! Da sind sie. Ja, die sehen sich relativ ähnlich. Ach so. 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 Ja, ne? Mhm. Dann machen wir hier noch ein neues Set. Raumschiffbrücke, irgendwas. Zwei. Wahrscheinlich. Ja, nee, über den Weg ist ein bisschen doof. Hat mir doch einer einen Storch. Ist auch wieder ein bisschen laggy geworden hier. Digit. Ah, ja. Graveyard, Office, Stadtbar. Was ist das für eine große Bar? Es ist 6 Minuten nach. Und falls Sie das vergessen haben, der Apachenpub. U-Bahn-Station, da kannst du hier die Matrix-Szene spielen. U-Bahn, komm. Geh doch, dann machen wir mal. Was? Ja, ich darf Ihre Aufmerksamkeit bitten. Ein neues Paket ist im Labor zur Forschung verfügbar. So. Vorstand Toilette. Jawohl, die kann ja gut.
Scheiße. Herr Betrug ist das. Mhm. Die hat einfach schlechte Ausmaße. Ausmesse. Vorsteintun. Junge. Es wird einfach nicht kleiner hier. Was ist denn das? Vorstadtwohnzimmer. Was ist denn das für ein Wohnzimmer? Das ist so groß wie das Kriegsset. Ja. Wildwestbank. Nee. Ich will jetzt noch ein Essen bauen. Wildwestgefängnis. Wildwest Saloon. Wildwest Straße. Boah, da kann man richtig geile Wildwest-Szenen drehen. Wildwest Wüste. Nee, dann ist jetzt Schluss. Oh, jetzt reicht's auch. Jetzt mal. Ist auch Schluss. Harry Potter hat hier ganz schön was an Prestige verloren. Die kleine Hure. Der dreht gerade gar nicht mit, wa? Nee. Ein bisschen üben gehen. Film ist fertig. Nee, ich will ja, auf den Film will ich, genau. Deli! Oh, Crew-Erfahrung ist mittlerweile sogar schon gut. Damit ist die Filmqualität jetzt bei 2 Sternen. Hey. Und weggucken. Nicht angucken. Was ist denn da überhaupt? Da hat der ja die Szenen schon durchgeladen, da kann man sich schon spoilern. Das ist scheiße. Nee, das wollen wir nicht. Actionfilm war das, wa? Sergeant Turner's Krieg. Ja, bla bla, das wird kein mehr damit spielen. Sergeant Turner, ja, da ist, sind aber nur 2. Scheuert. Jetzt hat er eine andere Waffe. Oh, war toll. Gespielt mit dem. Ja, und blinzelt dann noch. Was? Nein, er macht eine Runde Scheiße. Das ist das Klopapier. Das Klopapier sucht so. Das sieht aber komisch aus. Scheiße, spät. Besser. So, Kritik. Oh, hier auch Sternchen dazu bekommen. Ja, aber du, das... Nicht so gut, wa? Nee. Nee. Aber ich dafür auch. Hat er nicht so viel gekostet. Oh. Beine, die einen Mann zerquetschen könnten, machen Porter Gibson zur perfekten Action Queen. Den finde ich gut. Die schauspielerische Leistung war wirklich Durchschnitt. Oh, wenn man bedenkt, dass dies erst der 2. Actionfilm dieses Studios ist, ist der verdammt gut. Ein guter Film, aber, der die Erwartung erfüllen wird. Immerhin. Ja, wunderbar. Was ist denn? Gut. Fein. Der hier macht immer noch Umsatz, Alter. Das ist fast bei 400. Ich frag mich immer, wir drehen hier die größte Rotze zusammen und die Leute gucken sich trotzdem an. Mal wieder an der Zeit, denke ich mal. Ach so, ja. Uncle Ronald. Nee, aber das war ein anderer Film gleich mal. Was willst du denn für ein Genre? Wir haben jetzt gar nicht so geguckt, was gerade so gewollt wird, ne? Gewollt werden will. Romanze hatten wir lange nicht. Oh. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht abgekackt. Ich habe mich gerade hart verkackt. Warte. Komm, Spiel, öffne dich. Ich habe auch ewig nicht gespeichert, Alter. Das wäre scheiße. Das wäre richtig kacke. Das wäre scheiße. Aber sieht nicht gut aus. Scheiße. Scheiße, es geht nicht mehr weiter.
Runtime Error, Runtime Error. This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application support team for more information. Runtime Error, beenden wir die Aufnahme. Ich hoffe nur, dass es jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise zwischengespeichert hat, sodass wir jetzt nicht komplett alles umsonst, also ich glaube, die Aufnahme werde ich trotzdem raushauen. Aber wir werden einfach mal gucken, was wir dann machen und werden euch dann darüber informieren. Bis dahin. Oder gleich oder irgendwann. Man riecht sich. Ciao. Pfui. Hallo, da sind wir wieder. Hey. Es hat zwischengespeichert, aber bevor dieser komische Film hier rausgekommen ist. Der war super. Der war total super. Mhm. Deswegen können wir ja jetzt hier gleich eigentlich das nochmal so machen und den Film dann da drehen lassen. Den haben wir jetzt schon gesehen, den müssen wir uns ja dann auch nicht nochmal angucken. Und sonst ist nicht verloren gegangen. Also ich habe schon wieder nicht geguckt, wo gerade das Interesse liegt. Ach so. Hey. Macht der nicht. Alt und Escape habe ich gehört. Stimmt. Hundebrüder, nee, das, nee. Das ich möchte das nicht. Kann man da irgendwie nicht raus aus diesem komischen Ding hier? Das Sci-Fi, das Interesse liegt jetzt immer noch bei Action im Moment gerade. Okay, gut, und dann machen wir jetzt Action. Wir nehmen jetzt, Kein Apache unter uns. Räubergang. Stunde des Killers, Lawine des Todes. Vier Generationen der Ehre. Der Plünderer. Agent. Nee, das Geheimnis des vergessenen Fluchs, das klingt nach einem Indiana Jones Film. Ja. Hilfs-Sheriff Kleinkariert. Ja, nee, das ist eine Komödie. Oh nee, ich möchte keine Action nehmen, weil dann Will Porter schon wieder nicht mitspielen kann. Ich spiele halt eine Komödie, das geht immer. Hilfs-Sheriff Kleinkariert, mach mal jetzt eine Komödie draus. Will Porter als. Ja. Black. Ja, als. Wie heißt denn die? Warte. Ja. Mir fällt gerade ihr Name nicht ein. Die Tuse, die bei Scrubs Elliot spielt. Wie heißt die denn? Weiß ich nicht. Weiß ich. Sie einfach Pamela Anderson. Ja. Pomelo. Nennen sie Pomelo, ja. Pomalo. Ja, aber Pamela Anderson ist jetzt auch nicht so.